Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Red Dead Redemption 2 Online. Und heute geht es um das neue Update, was diesen Dienstag herauskam. Wir haben heute den 2. Dezember. Am 1. kam es raus, genau. Das ist unser Dezember-Update, was ja schon ein bisschen, naja, negativ geteasert wurde. All dieweil manche finden, dass zu wenig in den Patch kommt. Aber ich habe mich ja ehrlich gesagt auch nicht unbedingt auf die 10 Ränge des Kopfgeldjägers gefreut, sondern mehr auf den Outlaw Pass, der auch hier nochmal beworben ist. Für kurze Zeit 10 Goldbarren. Ab heute ist außerdem ein neuer Outlaw Pass in Red Dead erhältlich. Mit je nach Fortschritt neuen Kleidungsstücken für kaltes Wetter, neuen Broschüren für Taschen und Seiten für Fähigkeiten, erweiterten Fotografenverbesserungen, Lagerverbesserungen und viel mehr. Mitglieder, die den Outlaw Pass für 40 Goldbarren erwerben, erhalten eine Reihe neuer Belohnungen. In dieser Woche winken allen... Oh, Entschuldigung, da gehen wir nochmal zurück. Winken allen Spieler, die den Outlaw Pass 4 besitzen, 400 DUS-Dollar. Sowie eine Rückvergütung von 10 Goldbarren innerhalb von 72 Stunden nach Kauf. Das heißt, ja, das ist nur für diese Woche quasi. Wenn ihr euch diese Woche den Outlaw Pass nicht holt, bekommt ihr keine 10 Goldbarren zurück. Heißt, die gehen dann quasi flöten. Ja. Das ist scheiße, weil 40 Goldbarren hat man mal eben nicht so. Also ich zumindest nicht. Ich bin ja immer quasi blank. Was gibt's außerdem? Neue Vorteile bei Rockstar Social Club Prime Gaming. Mit Verknüpfung der renommierten Kopfgeldjäger-Lizenz gibt es auch eine Prime Gaming-Vorteile für alle Bürger des Grenzlandes. Ein Gutschein für eine kostenlose Kopfgeldjäger-Lizenz für die Kopfgeldjäger-Ränge 1 bis 20 und einen Gutschein für die getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjäger-Wamm. Okay. Spieler, die ihr Konto erstmalig im Prime Gaming verknüpfen, erhalten zudem 1000 RDUS und folgende Monatsvorteile. Ein Gutschein für einen Breton nach Wahl, 100 Dollar mal wieder und direkt auf das Konto übertragen werden. Alle Gutscheine und Belohnungen werden innerhalb von 48 Stunden nach Verknüpfung bereitgestellt. Gut, okay. Jetzt hier zum Bounty Hunter. Der ist ja eigentlich für 15 Goldbarren erhältlich, aber wir lesen uns das jetzt ja nochmal durch. Die renommierten Kopfgeldjäger-Lizenz, also die 10-Ränge-Erweiterung des 20-Ränge-Kopfgeldjägers, die direkt nach den 20 Rängen anknüpft, erweitert bereits bestehende 20 Ränge des Kopfgeldjäger um 10 neue Ränge, genau, mit hochwertigen Gegenständen und Fähigkeiten, neuen Waffenvarianten und Pferden, berüchtigten Kopfgeldjagden. Das war ja auch ein großer Punkt, weshalb ich das eigentlich ganz cool fand. An den Steckbrieftafeln und mehr. Für alle aktuellen Kopfgeldjäger gibt es brandneue gesuchte Personen, die aufgespürt und ihrer gerechten Strafe zugeführt werden müssen. Die renommierten Kopfgeldjäger-Lizenz kann man an jeder beliebigen Steckbrieftafel erwerben. Neuankömmliche erhalten zum Start einen Rabatt von 5 Goldbarren auf die Kopfgeldjäger-Lizenz. Alle bestehenden Kopfgeldjäger erhalten 40% auf alle Kopfgeldjäger-Gegenstände bis zu Rang 20. Okay. Gut. Gucken wir mal rein. Schauen wir uns, ich würde sagen, erstmal mal gucken, Outlaw Pass 4. Wenn wir das mal ganz kurz angucken, man wird ja bestimmt auch sehen, was in dem Outlaw Pass an sich so los ist. Dann wollte ich mir auch eigentlich für die neuen Mähen der Pferde holen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ähnliche Mähenqualität ist wie die, die wir schon, außerhalb von den natürlichen Mähen finde ich da irgendwie keine so richtig schön, muss ich sagen, weil die auch nicht so wirklich mit Liebe animiert sind, finde ich. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Es gibt bei Wheeler, Warson und Co. anscheinend auch mal wieder was zu verdienen. 50 RODS-Dollar, was gibt's hier?
Wissbegierig, neugieriger Gehschritt, okay. Bison-Hintergrund, naja. Vorratspaket. Das Stoffschutz, Indigo-Blau, naja. Was ist das? Eine Flagge? Okay. Fürs Lager Herz ausschütten. Naja. Munitionspaket. Okay. Blindengeschosse sowie Bündel mit Gift- und Kleinwildpfeilen. Das finde ich mal cool. Fotografie eines Wapiti bei Sonnenuntergang. Auch nicht schlecht. Wofür? Fotografie eines Wapitis für den. Ach, für den Salon. Alles klar. Gut. Waffenpaket. Killcam-Filter. Okay, Filter für verbesserte Kamera. Munitionspaket. Fähigkeitskarte. Rang 50. Eine beliebig freischaltete Fähigkeitskarte. Okay. Munitionspaket. Belohnung für 100 RODS-Dollar, Munitions. Ja, es ist alles nicht so der Wahnsinn, ne? Vorratspaket, okay. Wir fangen mal ganz von vorne an. So, da fangen wir an. Da starten wir schon mal mit 15 EP, 15 Rollen EP Boost, dann kommt effizient kochen, lernen mehrere Stücke Fleisch gleichzeitig zu kochen. Ja, das ist jetzt Kacke, ne? Wobei bei den Outlaw-Pässen vorher ja immer irgendwie kosmetische Sachen bei waren, sind jetzt hier eigentlich richtig coole Dinge dabei, die man verpassen würde, wenn man sich den Outlaw-Pass nicht kaufen würde. Mal nützliche Sachen auch, die das Gameplay eigentlich schon jetzt vertragen könnte. Weil, wie lange sitzt man manchmal am Feuer und kocht ein Stück Fleisch? Unterhalterpose. Zeige deine lustige Seite auf einem Truppporträt. Das ist cool. Glückshut. Geil. Goldbarren. Ich krieg Goldbarren, wie geil. Ja, irgendwie muss man die. Okay, abgeschmiert. Ja, genau, da waren wir, genau. Hatten wir auch. Glückshut hatten wir auch. Drei Goldbarren, die uns wiedergegeben werden. Munitionspaket. Schachtel mit gewöhnlicher Pistolenmunition, Express- und Hochgeschwindigkeitsrevolvermunition. Auch cool. Muschelsaft. Okay, eine Flagge mit dem Markenzeichen von. Bulldog Slip Muschelsaft für dein Lager, okay. Langwaffen-Metalländerung. Erhalte eine Langwaffen-Metalländerung kostenlos. Cool. Pferdepflegepaket. Ein Korb mit Spezialpflegeerweckern, Pferdeerweckern, Pferdenahrung, Pferdesalben, Spezialpferdestimulantien und Spezialpferdearznei. Auch cool. Fotografie eines Wasserfalls. So, was haben wir noch? So, wilder Schweif. Hellbraun und weiß. Ein neuer Schweif für ihr Pferd. Und deswegen würde ich es gerne haben. Vorratspaket. Ein Korb mit starken Wundertonika. Also, der Outlaw Pass, der überzeugt mich jetzt mal echt. Also, ich meine, wenn man den sich nicht holt, dann ist man ja schon. Also, es ist echt fies, ne? Ein einfacher Schnurrbart. Was? Ein Schnurrbart? Warum sollte ich meinen Pferd einen Schnurrbart aufsetzen? Ach, das kann so ein Unterlippenschnurrbart sein, ne? Wie so bei so einem Einhorn, oder? Naja, das ist ja eigentlich kein Schnurrbart. Schnurrbart ist ja immer das, was über der Lippe ist. Eigenartig. Okay. Lose Mähne, schwarz und weiß. Schade, dass man es nicht sehen kann. Man weiß jetzt nicht, für was man sich das holt. Fotografie, Emerald Ranch. Lauffilter, Zutatenpaket, Händlerwaren, Datenhintergrund für eine Fotografiestudie, Stoffschutz, Munitionspaket, Kistenpose, Goldbarren. Jetzt sind wir schon bei 6. Bowhorn-Gürtelschnalle. Hey, auch schön. Belohnung von
50 RDS-Dollar. Lose Mähne, hellbraun und weiß. Eine neue Mähne für ihr Pferd. Okay. Sammlerstück Paket. Mehrzweck. Ausgewählte Mehrzweckpferde. Okay. Erhalte einen Rabatt auf 40% auf ausgewählte Missouri Fox Trotter Turkmäne und Mustangs. Oh, cool. Dann Rollen EP-Schub. Ranzige Mähne, schwarz-weiß. Langwaffen-Metalländerung. Festa Flagge mit einem Markenzeichen von Festa Soda. Pferdepflegepaket. Oh, die sind auch cool, hä? Loden Beinschützer. Extravagante Beinschützer aus Fell, Wildleder und Leder. Mit silbernen Rändern. Stoffschutz. Ausgewählte Stiefel. Hier ist die Eisenzahnmaske, anscheinend für den Spieler an sich, finde ich aber, deswegen würde ich mir jetzt nicht holen. Wilder Schweif, schwarz-weiß. Es gibt zwei Varianten anscheinend. Also, eine Variante eines Schweifs, aber mit verschiedenen Farben. Und das wahrscheinlich auch noch mit dieser Mähne. Ich denke mal, das ist dann die passende Mähne zum wilden Schweif, mehr oder weniger. Davon gibt es ja jetzt auch mehrere Farbvarianten. Aber wie die im Endeffekt aussieht, ne, das weiß man nicht. Maische nachfüllen. Paket mit Auswahl an Sammlerstücken. Auch schön. Verbesserung der Munitionsbeutels, Flinte. Stoffschutz, Bernstein. Gelatin. Eine Flagge mit Markenzeichen. Für dein Lager. Okay. Das ist schön. Was gibt's noch? Dabei winken. Patronen. Für Betäubungsmunition. Dann hier gibt es jetzt eine fransige Mähne. Weiß und rostrot. Okay. Paket mit Schweif. Also ja, gut, das gibt es jetzt schon zwei Mähnstile und ein Schweifstil. Müssen wir jetzt mehr merken. Schwarzbrenner-Zutaten. Splitter Gürtelschnalle. Sieht auch cool aus. Fotografie eines jagenden Pumas. Wieder was für den Schwarzbrennersalon und dann. Die lose Mähne, weiß und schwarz, neue Mähne für ihr Pferd. Verletztfilter, ausgewählte Kopfbedeckung. Ja, also es gibt echt viel. Pheromone legendärer Tiere, Idee, Emote, wilder Schweif. Das ist jetzt nochmal ein anderer Schweif. Ach, allein wegen der Pferdeschweife würde ich mir jetzt schon gerne holen. Geschmeidige Mähne ist wieder was ganz anderes. Dead-Eye-Filter. Oh Mann, ey. Ist das gut. Fähigkeitsverbesserung. Pelzmantel. Der ist ja geil. Der sieht ja mal echt nett aus. Kautions. Ja, ihr merkt schon, wie ich mit mir hadere. Geschmeidige Mähne ist wieder ein neuer Mähnstil. Das sind echt viele Mähnstile. Und ja, man weiß nicht, kriegt man die auch später noch irgendwann mal? Oder sind so eine exklusiven Sachen immer nur in irgendwelchen Outlaw-Pässen? Sammlerstück-Paket. Verbesserung für Munitionsbeutel. Ein Amulett. Dekoratives Schmuckstück für einen Waffengürtel. Auch sehr schön. Würde bei mir sehr gut hinpassen. Oh, guck mal, es gibt einen neuen Lagerhund, den Husky. In Rot. Ausgewählte Ponchos. Banjo, Bandpose. Auch schön. Geschmeidige Mähne mal wieder. Goldbarn. Husky-Rot. Anstacheln. Pferde. Norbart gelockt, okay, jetzt wird's lustig. Goldbahn, mal wieder. Schatzkarte, auch sehr schön. Ausgewählte Rollengegenstände. Geheimnisvolle Belohnung, okay. Damit schaltet man einen zukünftigen Gegenstand gratis frei. Wildnisreisen, lerne Schnellreisen von deinem Wildnislager aus. Oh ne, oder?
Ja, das, dann Bilderschweif, Vorratspaket, ausgewählte Kopfgepferde, Knobbart, dezent, lose Mähne, Schwarzweif. Blaufilter, Zutatenpaket. Bin ich schon durch? Ja, ich glaube, ich bin schon. Wir sind okay. Aber was ich jetzt als erstes machen werde, ich werde mir jetzt mal die neuen Pferdchen im Stall für euch angucken. So, wie viel Gold haben wir? 3 Gold. Das reicht nicht mal ansatzweise. Wartet mal. Mehrzweckpferde sind, glaube ich, der Mustang, ne? Euch neue Fellfarben, wie geil. Den kennen wir ja schon. Hier den Wildtyp Braun, den Mausfalben und der Tigerstreifen Braune. Den kennen wir ja schon. Momentan scheint es auch einen Rabatt zu geben, wie ich unten sehe. Dann Buckskin. Cool. Hübsch. Schwarzer Au. Oh, Wahnsinn. Wahnsinnig cool. Haben die bessere Werte? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, sogar bessere Werte. Und die brauchen nicht mal Gold. Guck mal hier, für den Tigerstreifenbraun musste man ja Gold ausgeben, ne? Er hat Leben und Stamina halb voll. Und die, boah, krass. Und die kriegt man für 350 Dollar. Wie geil. Ja, gut, den wollen sie wieder, da wollen sie wieder ordentlich Gold haben. Für den hier gab es 9, für den hier wollen sie 14 Gold. Ist ja eigentlich schon, ja, richtig, richtig krass, ne? Dann den Fuchs. Boah, der sieht ja auch schön aus, ne? Fuchs Overo. Sehr geil. Und Fuchsfalbe Overo. Auch geil. Was mir beim Mustang nur nicht so ganz gefällt, sind die Beine. Die sehen eigenartig aus. Aber die Farben sind ja immer echt cool, ne? Die Farben, also da kann man echt nichts sagen. Die sind Bombe und auch die Werte sind Bombe von den neuen Pferden. So, wir gucken uns mal beim Turkmen um. Da gab es jetzt nichts Neues. Missouri Foxtrotter hat neue Farben bekommen. Der Rapp-Wildfarben Pinto, den kennen wir. Den Amber Champagne, den kennen wir auch. Mohrenkopfschimmel kennen wir nicht. Der ist neu. Auch schön. Und der hat aber keine besseren Werte. Also ist von den Werten her dasselbe. Der würde aber normal 1125 Dollar kosten. Der Wahnsinn, oder? Dann. Ja, boah, guck mal. 45 Gold ohne Rabatt. Boah, der sieht natürlich schick aus, ne? Der sieht aus wie so eine gescheckte Kuh. Buckskin Brindle. Der sieht auch nicht schlecht aus. Der wird für den immerhin. Ja, auch 1125. Und den Apfelschimmel. Der ist auch wunderschön, finde ich. Sehr hübsch. Ja, also die neuen Farben sind echt toll. Kann man nicht sagen. So, wir gucken nochmal bei den Bretonen rein. Aber da gibt es nichts Neues. Das sind noch die alten Farben. Dann, vielleicht beim Tinker nochmal reingucken. Da gibt es auch nichts Neues. Wo könnte es denn noch neue Farben geben? Mustang, nee, ich glaube, dann haben wir alle, ne? Mustang, Turkmene, Missouri Foxtrotter. Arbeitspferde. Da gucke ich nochmal durch. Da gibt es auch nichts Neues. Auch nichts Neues. Nee. Ja, aber das ist schön, ne? Dass der Mustang und der Missouri Foxtrotter so schöne Fellfarben bekommen haben. Echt schön. Momentan könnte ich mir sogar eins fast leisten, wenn ich noch ein paar Dollar hätte. So, es gibt ja verschiedene Auffassungen darüber, wie das Update nun auf ankommt oder nicht. Ich persönlich finde den Outlaw Pass bis jetzt ganz cool. Das Eigenartige ist, dass einige
Sachen, die man dort freischalten kann, komischerweise nicht freigeschaltet werden. Also wir schauen uns noch mal kurz an, den Outlaw Pass 4 habe ich jetzt schon ein bisschen drin gelevelt und dann zeige ich euch mal, was mir da aufgefallen ist. Und zwar geht man da unter Vorteile und kann sich hier Outlaw Pass 4, nee, halt, nicht Vorteile, Entschuldigung. Nein, da guckt man nicht rein. Der Fortschritt. Sondern jetzt durch den Stern so fixiert. So. Da sehen wir jetzt, habe ich jetzt schon Level 4 abgeschlossen von und 5 ist gerade in der Mache. Und hier vorne gleich im zweiten Rang steht hier, effizientes Kochen, lerne mehrere Stücken Fleisch gleichzeitig zuzubereiten. Ich weiß aber auch, dadurch, dass ich mir den schon angeschaut habe, dass weiter hinten eine Fähigkeit kommt, wo man quasi die Schnellreise in seinem Wildnislager verwenden kann. Was mir aufgefallen ist, ist, also ihr seht, ich habe jetzt unten rechts die Option schon Schnellreise, obwohl ich das noch gar nicht gelernt habe. Und wenn ich jetzt hier auf Herstellen kochen gehe, wohlgemerkt, ich bin ja jetzt hier im Wildnislager, ist ja nicht mein eigentliches Lager, dann herstellbares Anzeigen. Wüsste ich jetzt nicht, wie ich hier mehrere Sachen gleichzeitig braten soll. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, brate ich mir auch nur eins. Obwohl ich es eigentlich schon gelernt habe, ne? Und andere Sachen, die man eigentlich noch nicht lernen sollte, die hat man dann irgendwie schon. So, und wenn wir jetzt hier auf Schnellreise gehen würden, könnten wir uns hier jetzt die Städte aussuchen, wo wir gerne hinwollen. Super praktisch. Ich weiß nur nicht, ich bin mir nur nicht ganz sicher, warum man das in den Outlaw Pass reinbringt. Das ist halt eine Sache, die ist eigentlich schon wieder nützlich fürs Spiel. Und bisher fand ich eigentlich ganz gut, dass es nur, ich sage mal, dekorative Sachen fürs Spiel gab in den letzten Outlaw Passen oder hauptsächlich. Und jetzt gibt es hier halt noch diese Fähigkeitssachen, die das Spiel schon ein bisschen leichter machen, also spielbeeinflussend sind auch in gewisser Weise. Und ich weiß nicht, ob das so klug ist, die in den Outlaw Pass reinzupacken, der so viel Gold kostet. Damit macht sich Studio Wildcard gerade keinen Namen. Ihr merkt es ja auch wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich auch schon mehrere Videos zu dem Thema angeschaut. Überall ist es dasselbe, es wird eigentlich nur geschimpft. Will ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil es ist halt ein Spiel, was mir trotzdem sehr gut gefällt, was sehr viel Inhalt hat, was super schöne Animationen hat, was super viel Stimmung hat. Und sowas nochmal finden ist halt noch, naja, es ist, ja. Und ich sag mal so, 20 Euro für jemanden, der berufstätig ist, für 55 Gold auszugeben, das ist okay. Ja. Es ist okay. Ich würd das keine zwei, dreimal im Jahr machen. Aber jetzt zu Weihnachten dachte ich mir, ich gönne es mir mal. Für die Leute, die halt noch kein eigenes Einkommen haben, Schüler, so, da ist das natürlich extrem ärgerlich, weil die müssen dann natürlich erstmal ihre Eltern fragen, du Mama, Papa, kann ich? Und ja gut, das Spiel ist auch erst ab 18, aber ich denke mal, es sind trotzdem viele dabei, die das statt trotz dessen hier gerne so spielen. Und hier zeige ich euch gerade mal den Missouri Foxtrotter. Das ist die weiße Version von dem. Die weiße Version vom Missouri Foxtrotter sieht super hübsch aus. Im Stall quasi die letzte Fellfarbe, die dazugekommen ist, neu. Bin super zufrieden mit dem. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut aussieht. Weiß auch nicht, ich habe erst überlegt, ob ich mir den Mustang hole. Da sind ja jetzt auch neue Fellfarben reingekommen. Die haben wir uns ja auch schon zusammen im Stall angeschaut. Aber super geil. Super. Also ich feiere das richtig. Ich hatte mich ja erst darauf eingeschossen, dass eine neue Pferderasse mit der neuen Rolle reinkommt. Für den, in Anführungszeichen, Banditen, der es ja nicht wurde. Aber ja, so ein Pferd zu haben, was schon im Spiel drin ist und einfach nur das nochmal in mehreren Fellfarben. Das finde ich eigentlich fast sinniger,
als immer eine neue Rasse rauszubringen, weil es gibt eigentlich schon sehr schöne Pferde im Spiel. Und ich sag's auch mal so, einige schimpfen auch über die Kapazität, die quasi jetzt mit dem Update hochgekommen ist. Sie sagen, das wäre nicht viel und sie sagen, es ist total wenig. Und ich muss aber auch mit dazu sagen, dass irgendwann auch mal so ein MMO-RPG überladen ist mit Inhalten. Und jeder, der jetzt neu ins Spiel reinkommt, der fasst sich erstmal an den Kopf und denkt sich, boah, 5 Rollen, scheiße, wo soll ich denn anfangen? Also, es ist schon viel Inhalt und klar haben die Leute, die es jetzt schon durchgespielt haben, mehr oder weniger, jetzt nicht mehr so viel zu tun oder auch nicht mehr so viel Anreiz, hier ins Spiel zu kommen. Aber dafür gibt es ja auch die Outlaw-Pässe. Ne? Auch so ein bisschen die Leute noch beim Ball zu halten, die hier trotzdem noch gerne ins Spiel reinschauen. Ja, es ist einfach meine Art, das Ganze hier auszulegen. Also ich will das auch alles gar nicht mal so schlecht reden, wie es eigentlich ist, weil ich finde das Spiel, wie gesagt, schön. Klar, ich bin noch nicht ausgelevelt, aber ich bin so gut wie fast am Ende. Und also pff, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, wäre der Schwarzbrenner als Rolle. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin mehr oder weniger durch. Also ich könnte jetzt noch beim Naturkundler ein bisschen weiter leveln. Ich könnte noch beim Kopfgeldjäger weiter leveln. Viele haben ja auch drauf geschimpft, 15 Gold für den Kopfgeldjäger, das ist viel zu viel. Klar, es sind nur 10 Ränge. Und wenn man sich das mal anschaut, was da drin ist, ja, ich habe das Thema, glaube ich, gar nicht gemacht. Das machen wir jetzt nochmal. Fortschritt. Rollen. Da könntet ihr das quasi jetzt schon mal einschauen, was es da so für neue Sachen gibt. Kopfgeldjäger hier. Ich bin jetzt kurz vor Level 20 angelangt. Alter. Geh weg. Jetzt gucken wir noch mal. Ganz in Ruhe. Hoffentlich. So, Fähigkeiten. Ne, Quatsch. Fortschritt war's. Rollen. Ah, nein, falsche Rolle. Kopfgeldjäger. Hier. So, eins weiter. Haben wir ab Rang 20 wieder diese Icons, womit wir uns quasi Neues freischalten können. Als nächstes Brief für Kopfgeldjäger Gelegenheiten. Ein Brief dafür, wie man instinktiv gesuchte Personen erkennt. Instinktiv. Okay. Also die laufen dann wahrscheinlich so in freier Wildbahn rum und man denkt sich dann so, oh, der könnte gesucht sein oder wie? Okay. Gesuchte Spieler in der Nähe. Ah, und das ist das Ding, was ich auch schon vermutet habe, dass das Ganze in Richtung PvP mal wieder geht. Ich sollte mein Kopfgeld mal abbezahlen gehen. Muss auch sagen, das hat sich alles irgendwie mal angesammelt, dadurch, dass ich irgendwelche Leute angerempelt habe beim Reiten, die Videokamera-Auktion, ihr wisst es. Und dann war der andere aggro, der hat auf mich geschossen und um mich zu verteidigen, habe ich zurückgeschossen und dann war ich natürlich gleich ein Mörder. Und ja, sowas da häuft man dann schon mal Kopfgeld an oder ich dachte auch mal, ein Esel wäre ein Hirsch. Hab den abgeschossen, dann kriegt man natürlich auch Kopfgeld und so läppert sich das. Und jetzt mittlerweile habe ich, glaube ich, um die 90 angespart. 90 Kopfgeld. Ein Brief darüber, wie man unbekannte gesuchte Personen jagt. Genau, ich denke mal, das geht dann in die Richtung Spieler PvP. So. Dass man die quasi jagen kann. Verbesserung der Vorratstasche. Du hast jetzt mehr Gegenstände in deiner Vorratstasche. Tasche verstauen, Entschuldigung. Dann gibt es wieder diesen Tokens. Besuchte Spieler, genau, das hat man gerade. Und hier gibt es jetzt die Regent-Waffengürtel. Ne? Den finde ich eigentlich auch ganz schön. Dann gibt es hier verschiedene Bola-Sorten. Die finde ich auch ziemlich geil. Dann gibt es Kopfgeldjägerwagen, Anstriche, Standard. Dann so eine Augenklappe mit einem Stein drin. Ein Hochlandsattel, den ich auch sehr hübsch finde. Moray-Sporen. Regentholster.
Auch sehr cool mit der Schlange immer. Dann geht's eins weiter und wir schauen noch mal hier oben noch mal rein. Wenn es laden würde, ja. Schulterwurf, das ist so ein Trick. Hier ist drüben, glaube ich, auch noch mal ein Trick, den man ausführen kann. Achterwurf, da schlägt man so achten. Und hier schmeißt man seine Knarre quasi über die Schulter. Sowas lernt man dann. Dann gibt es wieder ganz viele Tokens. Dann gibt es Vollbar, Knöchel. Dann gibt es so einen Ring, schon einen Schlagring oder sowas. Kopfgeldjägerwagen, Anstriche, Besonderes. Wirbeln und Zielen, das ist quasi ein Emote. Dann gibt es Scharfschützen, Gürtelschnalle. Lemat-Revolver-Variante. Und hier das Outfit, was auch sehr bemängelt wird, weil es eher nach Gothic aussieht als nach allem anderen. Also es hat nichts mehr mit Wilden Westen zu tun. Muss ich ehrlich gesagt beipflichten. Es gibt ja in der Gothic-Abteilung, weiß nicht, ob es euch was sagt, Gothic sind die Leute, die sich schwarz anziehen. Und die auch in Lack und Leder und so ein bisschen fetischmäßig rumlaufen. Die haben dann auch so Stiefel an mit Schnallen und solche Sachen und das als Verzierung und so. Aber hier, finde ich, passt das nicht wirklich rein. Ich finde das auch für Outfit auch nicht wirklich hübsch, muss ich sagen. So, und dann sind wir wieder am Ende angekommen. Das waren quasi die 10 Ränge. Ja, dafür 15 Gold finde ich, ich finde es, muss ich auch sagen, auch sehr happig. Aber das ist eben so bei einem Spiel, was fortlaufend weiterentwickelt wird. Und wo quasi noch Leute hinter sitzen, die sich die Zeit dafür nehmen. Und die müssen ja auch von irgendwas bezahlt werden. Und deswegen haben die sich halt das Ding mit dem Gold überlegt und haben sich halt gedacht, die Käufe sind nicht so wirklich hochgegangen. Wir müssen da nochmal was dran ändern und haben sich halt dafür entschieden, auch den Nerv der täglichen Mission quasi einzuführen, dass da nicht so viel Gold an die Spieler verteilt wird. So. Ja. Also ich muss sagen, es läuft, aber ich habe auch schon den ein oder anderen Bug erlebt. Letztens wollte ich mit einem Kumpel, der war auch letztens mit im Livestream dabei, wollten wir zusammen eine Handelsmission machen, Waren ausliefern. Und dabei ist irgendwie ganz, ganz eigenartig durch die Kante gebackt. Also insbesondere als ich seinem Trupp beigetreten bin und versucht habe, mit ihm die Mission zu starten. Irgendwie spawnten auf einmal überall Gegner. Er war fort, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Die Gegner waren verbuggt, die hingen noch halb in der Erde fest. Das war ein absolutes Kauderwelsch. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? So krass habe ich das ehrlich gesagt noch nie erlebt, obwohl die PC-Spieler ja Gott sei Dank von Bugs und sowas ja relativ verschont bleiben, habe ich so das Gefühl. Wenn ich so sehe, was anderen so widerfährt, die bekommen keine Belohnung teilweise. Kopfgeld, Händler, solche Sachen, ich glaube komplett alle Rollen sind da irgendwie verbuggt, dann kriegen die überall irgendwie keine Erfahrung, keine Belohnung mehr. Und das ist natürlich extrem nervig, ne? Dass man sich darüber aufregt, ist auch irgendwo klar. Vor allen Dingen, inwiefern tangiert denn der Outlaw Pass 4 oder die Kopfgeldjägerrolle irgendwelche anderen Rollen im Spiel? Das habe ich nicht ganz so wirklich verstanden, warum das jetzt überall so krass zu Bugs kommt. Wie gesagt, ich konnte auch während der ganzen Zeit der Mission meinen Kompagnon nicht erkennen. Auf der Karte, der kam mal ab und zu, wurde da aufgeploppt. Dann konnte ich mein Pferd nicht mehr reiten. Das ist so ein Problem, was ich auch öfters mal habe, dass mein Pferd verbuggt ist. Dann kann ich mit meinem Pferd nicht mehr aufsteigen. Ansonsten bis jetzt alles gut. Ich kriege ja auch, wenn ich jetzt Kopfgeldjägermission mache, kriege ich ja auch mein Kopfgeld. Also da und meine EP und das, was ich so gewohnt bin zu kriegen, eben. Das kriege ich. Und nun wurde im Übrigen auch genervt. Es gibt ja jetzt auch immer, ich zeige es euch mal kurz, die täglichen Kopfgeldjäger. Genau, hier, Kopfgeldjagd mit einer Restzeit von 5 Minuten oder mehr abschließen. Also jetzt ist es wirklich gut, wenn man nicht bis zum Schluss wartet. Jetzt haben sie es auch mal verstanden, dass es ganz gut wäre, das mal umzudrehen, damit wir nicht immer echt bis zur letzten Minute vorm Sheriff-Büro Däumchen drehen und uns fragen, wenn wir nun endlich unsere Person abgeben können, um die volle Summe unserer Belohnung abholen zu können. Also das wurde jetzt auch nochmal geändert. Finde ich gut, ich habe auch meine volle Belohnung gekriegt, weil ich die Person eben so schnell wie möglich abgegeben habe und noch eine Restzeit von 5 Minuten über hatte. Also ja, ich glaube, das ist jetzt umgedreht. So habe ich das Gefühl.
Gut, das soll's für heute gewesen sein. Wer schießt hier um die Ecke? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einer nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Online. Tschüss.